Mit der Pille lassen sich ungewollte Schwangerschaften verhindern. Doch neben den vielen positiven Eigenschaften, die die Pille mit sich bringt, gibt es auch Nebenwirkungen. Dann stellt sich die Frage, ist die Pille schädlich? Dabei gibt es jedoch große Unterschiede, denn die Zusammenstellung der Hormone hat sich über die Jahre immer wieder verändert, wodurch sich auch die Wirkung auf den Körper veränderte. Erhöht die Pille das Risiko für Krebserkrankungen? Das Risiko für eine Brustkrebserkrankung steige geringfügig, wenn die Antibabypille lange oder schon sehr früh genommen wurde. Dazu haben Wissenschaftler der Universität von Kopenhagen geforscht. In Studien wurde festgestellt, dass eine langzeitige Einnahme der Pille das Risiko an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken steigern kann. Allerdings trifft das nicht auf jede Pille zu. Denn es gab auch Studien, die belegen, dass Pillen, die Östrogen und Gestagen enthalten, das Risiko für Gebärmutterkrebs und Eierstockkrebs senken. Wie sehr erhöht die Antibabypille das Thromboserisiko? Es hat sich gezeigt, dass die Pille das Risiko für Gefäßverschlüsse wie Thrombosen und Embolien leicht erhöht. Laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ist das Risiko einer Thrombose bei Frauen, die mit der Antibabypille verhüten, deutlich höher. Circa 5 bis 7 von 10.000 Frauen, die mit der Pille verhüten, entwickeln innerhalb eines Jahres eine Thrombose. In Bezug auf das Nutzen-Risiko-Verhältnis ergab eine Bewertung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte und der Europäischen Arzneimittelagentur aber, dass bei allen kombinierten hormonalen Kontrazeptiva der Nutzen die Risiken überwiegt.